Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen ein herzliches Willkommen heute Abend am Altjahresabend, dem Silvesterabend 2020, zu einem Gottesdienst am anderen Ort, zu unserem Autogottesdienst hier in Neuenstein. Schön, dass ihr alle da seid. Eigentlich machen wir es ja am Altjahresabend immer so, dass wir nochmal im Gottesdienst um 18 und 19 Uhr in Neuenstein ein bisschen zur Ruhe kommen, bevor dann zu Hause oder in der Mehrzweckhalle oder wo auch immer die Party so richtig losgeht. Heute ist es umgekehrt. Heute haben wir danach wohl alle ein etwas ruhigeres Silvester, aber jetzt feiern wir zusammen, feiern gemeinsam Gottesdienst. Und ich hoffe, dass ihr uns alle gut sehen und vor allem verstehen könnt. Wenn ja, dann könnt ihr jetzt mal kräftig auf die Hupe drücken. Lasst uns beten. Gott der Liebe und Barmherzigkeit, wir blicken zurück auf dieses zu Ende gehende Kalenderjahr, auf die Wege, die wir gegangen sind, Fußspuren, die wir hinterlassen haben oder auch nicht. Wir sind dankbar für alles Schöne, das wir erleben durften, für alles Glück, für die Liebe, die wir erfahren haben. Wir bringen aber auch all das vor dich, was uns aus der Bahn geworfen hat, was uns die Freude am Leben getrübt hat. Am Übergang zum neuen Jahr bitten wir dich, Gott, geh du unsere Wege mit uns und schenk uns deinen Segen. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören Worte der Bibel, Worte aus dem Buch des Predigers Salomo, Kapitel 3. Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Amen. Hören wir, ich liebe das Leben. Liebe Gemeinde, glaub mir, ich liebe das Leben. Da sehe ich meine Mama am Spülbecken beim Abwasch und ich sehe mich neben ihr stehen mit dem Teller im Geschirrtuch, ganz vorsichtig, damit ich ihn nicht fallen lasse. Die Geborgenheit einer Küche in einem Wohnblock im zweiten Stock in den 1970er Jahren. Liebe und Wärme und Schlager aus dem Radio. Die Erinnerung an meine Kindheit. Unbeschwerte Zeit voller Fröhlichkeit und Lachen. Und an meine Mami, die längst von einem anderen Ort meinem Leben zuschaut. Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben. Auch in diesem Jahr, das so ganz anders verlaufen ist, als ich gedacht hatte, zumindest seit März 2020, seit diese Corona-Geschichte angefangen hat.
Seid ein winzig kleines Virus, das Leben von uns allen sozusagen im Griff hat. Da höre ich meinen Biologielehrer vor Jahrzehnten sagen, keine Angst vor der Atomkraft. Viren sind es, die uns irgendwann vernichten werden. Aber die Welt ist doch trotzdem so schön. Wie es kommt, ist ja einerlei. Und was kann mir schon geschehen? Glaub mir, ich liebe das Leben. Ja, und es gibt wohl so einiges, was die Welt und auch mein eigenes Leben ins Wanken geraten lässt. Bis dahin, dass man sich die Frage stellt, wie soll es nun eigentlich weitergehen? Mir fehlt die Kraft. Wie soll ich mein Leben eigentlich noch lieben? Diese Frage haben sich in diesem Jahr viele in unserer Welt gestellt angesichts der Corona-Pandemie. Nicht umsonst ist dieser Begriff auch zum Unwort des Jahres 2020 bestimmt worden. Und irgendwie ist es ja schon mindestens ein halbes Jahr lang so, dass man diesen Begriff auch gar nicht mehr hören kann. Aber noch ganz andere Erfahrungen haben dem einen oder der anderen das Leben schwer werden lassen. Da ist die Situation, die der alte Schlager von Vicky Leandros, den wir gerade gehört haben, besingt. Eine Beziehung geht kaputt. So vernichtende Worte wie "Ich lieb dich einfach nicht mehr" oder "Ja, ich kann nichts dazu, ich habe eine andere Frau kennengelernt" haben für so manche Beziehung das Aus bedeutet. Oder ich denke an die Fassungslosigkeit angesichts der Amokfahrt in Trier oder bei so manch anderer rassistisch oder antisemitischer Tat, die so manchen das Leben gekostet haben. Oder Diagnosen wie "Sie haben Krebs". Diagnosen, die von jetzt auf gleich alles komplett verändern und das Leben von Menschen stillstehen lassen. Und ganz ehrlich, ich verstehe jeden, der in solchen Momenten den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich habe keine Kraft mehr. Ich weiß nicht weiter. Auf der anderen Seite bewundere ich Menschen, die trotz solch einer schweren Erfahrung Glaube, Hoffnung und Liebe nicht verlieren. In diesen Tagen, gestern haben wir sie beerdigt, denke ich besonders an eine bewundernswerte Frau hier aus Neuenstein, die fast 10 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft hat und nun mit Mitte 40 diesen Kampf verloren hat. Und trotz allem hat sie so viel Lebensfreude und Zuversicht ausgestrahlt, sogar so, dass ihr Lebensmotto im wahrsten Sinne bis zum letzten Atemzug auf der Palliativstation gewesen ist: Glaub mir, ich liebe das Leben. Ja, an Sie muss ich auch immer wieder denken bei unserem Lied. Da sind für mich ja auch nicht nur Gedanken drin, die meine heile Welt von damals noch mehr verklären. Du hast ganz vieles jetzt schon angesprochen, was ich genauso sehe und empfinde. Ich denke, es gibt immer wieder Momente im Leben, in denen ich wie gelähmt bin, fassungslos, wie vor den Kopf geschlagen, innerlich leer und wo ich lieber aufgeben will, weil alles einfach doch nur noch sinnlos scheint. Für mich ist die Botschaft in dem Lied, dass es immer irgendwie weitergeht, egal was passiert. Und dass ich am besten klarkomme,
wenn ich das Leben schätze und annehme, was auch immer es für mich bereithält. Auch wenn es mich traurig macht, wenn jemand geht, wenn ich das Gefühl habe, übrig zu bleiben und etwas in mir zerbricht. Traurig sein und weinen, das gehört ja genauso zum Leben dazu wie fröhlich sein und lachen. Aber ich schaffe das nicht allein. Ich muss mir die Kraft dafür schenken lassen von dem, der mir das Leben geschenkt hat. Gott, der mich kennt und trägt und der mich fähig macht zu lieben. Was kann mir schon geschehen? Das heißt für mich, ich vertraue fest auf ihn, auf Gott, der dafür sorgt, dass sich das Karussell des Lebens weiterdrehen wird, auch im neuen Jahr, das in ein paar Stunden anfängt, auch in der Corona-Pandemie und auch in jeder persönlichen Krise. Ich bleib dabei und ich sage aus vollem Herzen, glaubt mir, ich liebe das Leben. Beides gehört natürlich zum Leben dazu. Da ist auf der einen Seite der Flow, also das Fließen, wenn alles rund läuft im Leben, alles klappt, wie man es sich vorgestellt hat, vielleicht sogar noch besser. Auch diese Erfahrung haben wir ja in diesem Jahr gemacht, auch in unserer Kirchengemeinde. Ich denke an dieser Stelle vor allem an den Februar zurück, wo wir schräg gegenüber in der Mehrzweckhalle die große DJ-Party gefeiert haben, wo ja auch ganz viele von euch dabei waren. Alle Erwartungen sind übertroffen worden. Die Menschen haben draußen Schlange gestanden. Manche konnten sogar noch nicht mal mehr rein, mussten bis tief in die Nacht warten, bis einer wieder rauskam. Bis hin jetzt zu dem Corona-Jahr, wo wir gemeinsam ganz vieles auf die Beine gestellt haben, wovon wir vorher gedacht haben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Genau bis jetzt hierhin zum ersten Autogottesdienst in Neuenstein. Und auf der anderen Seite, und auch das gehört zum Leben dazu, die Krise, also durch ein dunkles Tal des Lebens hindurchzugehen. Dieses Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Beides gehört zum Leben dazu. Alles hat seine Zeit. Diese Lebenserfahrung beschreibt schon der Prediger Salomo im Alten Testament. Wir haben es gerade in der Lesung gehört. Und diese Erfahrung machen wir alle bis heute. Alles, alles hat seine Zeit. Das Fröhliche, das Traurige, das Schöne, das Schwere. In allem, was wir erleben, die fröhlichen und harmonischen Momente, aber auch in aller Ungewissheit, in allem Zerbrechlichen, hat eines Bestand. Die Zusage Gottes, ich lebe und ihr sollt auch leben. Gott ist ein Gott, der Leben für dich will, erfülltes Leben. Und deshalb lässt er sich das Karussell auch immer weiter drehen und gibt dir die Kraft, die du zum Leben brauchst. Mit dieser Einstellung zum Leben und übrigens auch zum Glauben lässt es sich gut mit einstimmen. Glaub mir, ich liebe das Leben und sogar noch mehr. Lasst uns gegen alle Dunkelheit, gegen Hass und Krieg, gegen Trauer und Orientierungslosigkeit, auch gegen Neid und Missgunst ansingen. Denn so haben es Menschen in der Geschichte immer wieder getan, in sogenannten singenden Revolutionen. Und deshalb nun aus tiefem Herzen und mit hoffnungsvollem Blick auf den Jahreswechsel. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Und jetzt schaut mal, was eure Stoßdämpfer hergeben, wenn ihr kräftig in den Autos mitschunkelt.
Lasst uns beten. Guter Gott, an der Schwelle des Jahres treten wir vor dich und vertrauen uns dir an, mit allem, was war, mit allem, was ist und in allem, was vor uns liegt. In deine Hände, Herr, legen wir das vergangene Jahr zurück. Alles, was wir von dir empfangen haben, Gutes und Schweres, Liebe und Einsamkeit, Erfolg und Scheitern. Wir bringen dir unseren Dank für alles, was unser Leben reich macht, unsere Gesundheit, die Geborgenheit in unserer Familie, die Zuneigung und Begleitung von Menschen, denen wir am Herzen liegen. Danke für deine Nähe, die uns Halt gibt und die uns trägt. Und danke für dein Wort, das uns ermutigt. Gott, wir bringen dir auch alles, was unser Leben schwer macht. Die große Corona-Krise in diesem Jahr, Krankheit und Not, den Verlust geliebter Menschen und Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Sei du besonders bei denen, die keine Kraft mehr haben, dass sie wieder hoffen können. Lass sie glaubwürdigen Menschen begegnen, damit sie erleben, dass wir unseren Lebensweg nicht allein gehen müssen. Gott, wir bitten dich um Gelassenheit, um Kraft und Lebensmut. Stärke du uns durch deinen Segen und lass uns gemeinsam mit dir das neue Jahr beginnen. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gottesdienstes heute am Silvesterabend. Noch einige Dinge, die ich sagen möchte. Zunächst einmal ein ganz herzlicher Dank allen, die bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung dieses Gottesdienstes mitgewirkt haben. Einen herzlichen Dank an Lea Müller, die entscheidend bei der Planung und Organisation dieses Gottesdienstes mitgewirkt hat. Ohne deine Hilfe, Lea, hätte das alles nicht so geklappt, wie es geklappt hat. Danke an Franzi Hemel für dein Engagement rund um die IT mit der Anmeldung über unsere Homepage. Danke dir und Pascal Bindel, dass ihr diesen Gottesdienst auch ganz spontan aufgenommen habt, sodass man ihn auch nochmal bei YouTube oder auf der Facebook-Seite nochmal in den kommenden Tagen sehen kann. Und die, die nicht dabei gewesen sind, können ihn dann nochmal mitfeiern. Danke unserer Prädikantin Conny Mohr für die Gestaltung des Gottesdienstes in Wort. Danke an das Bläser-Duo, was wir gleich nochmal hören mit dem schönen Weihnachtslied »O du Fröhliche«. Dank an Lea und Leonie vom Kindergottesdienst. Die haben nämlich gestern Abend noch spontan ein kleines Geschenk, wie man auf Neudeutsch sagt, Giveaway oder hier Driveaway gebastelt. Das bekommen sie gleich noch am Ausgang überreicht. Danke an Ben H., unserem Profi-DJ, der uns ja auch bei den DJ-Partys begleitet, der alles rund um die Technik hier gemanagt hat. Vielen Dank dafür, auch für die tollen Effekte. Dank an die Feuerwehr und den Kirchenvorstand, der alles so wunderbar hier mit eingewiesen hat. Danke an die Gemeinde, die uns den Platz zur Verfügung gestellt hat. Und vor allem auch danke an euch alle, dass ihr euch auf diesen ganz anderen Gottesdienst eingelassen habt und dass ihr diesen Gottesdienst
so mitgefeiert habt. Vielen Dank dafür und allen, die mitgemacht haben, nochmal einen großen Hubapplaus. Ja, dann bei der Ausfahrt gleich, das wird wieder von der Feuerwehr und dem Kirchenvorstand geordnet geregelt, kann immer der Fahrer oder die Fahrerin des Autos die Scheibe runterlassen. Dann kommt ein Klingelbeutel an einem langen Stab ins Auto rein, da können Sie etwas reinlegen. Die Kollekte ist bestimmt für besondere Projekte in unserer Kirchengemeinde, Projekte wie heute Abend. Auch dieses Projekt des Autogottesdienstes, herzlichen Dank für Ihre Gaben. Heute gibt es noch einen digitalen Gottesdienst auf unserer Homepage vom oberen Geisttal, morgen aus dem unteren Geisttal zum Neujahrstag, sodass ganz viele Möglichkeiten sind, auch Gottesdienste zu feiern. Bleibt alle munter, fröhlich und gesund, allen einen guten Übergang und ein gesegnetes neues Jahr. Geht in dieses neue Jahr und zunächst in diesen Abend unter dem Segen Gottes. Es segne und behüte euch und alle, die euch am Herzen liegen und mit euch verbunden sind, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Abend, einen guten Rutsch allen zusammen.